Nochmal, schönen Dank für die schöne Einleitung. Nächste Woche ist das Volkshochschulbarcamp in Köln. Es ist deshalb so interessant und deshalb engagiere ich mich da auch, weil in den Volkshochschulen, es sind übrigens 900 in Deutschland, Mitarbeiter aus Volkshochschulen gesagt haben, unsere Organisationen tun nicht genug. Wir wissen, es ändert sich rundherum alles, wir müssen irgendwie uns ändern, also tun wir uns zusammen. Und die haben den ersten Volkshochschul-MOOC im letzten Jahr organisiert mit 700 Volkshochschulteilnehmern, alles nur von Mitarbeitern organisiert. Und die Folge ist jetzt das Volkshochschul-Barcamp in der nächsten Woche. Und ich will bloß mal darauf hinweisen, es ist ein ganz spannender Prozess, der vorbildlich sein könnte, weil Mitarbeiter von sich aus hier aktiv werden, ihre Organisation zu verändern. So, aber ich will jetzt eigentlich über das Corporate Learning Camp reden. Das Corporate Learning Camp liegt mir deshalb sehr am Herzen, weil es jetzt schon zum vierten Mal stattfindet und jetzt so langsam richtig auch bekannt genug ist in den Unternehmen. Es ist ein Barcamp und dieses Barcamp ist eigentlich entstanden aus der Idee, dass die Leute, die in Unternehmen Weiterbildung machen, nur in großen Unternehmen genügend Austauschpartner haben, um sich über Weiterbildung auszutauschen. Aber die allermeisten Unternehmen haben kleine Weiterbildungsabteilungen. Da sind manchmal 10 Personen, manchmal nur 5 oder 20 und die schmoren immer im eigenen Saft. Und eigentlich müssten wir es schaffen, dass viele Know-how, das in den vielen Unternehmen zum Thema Bildung, Weiterbildung da ist, auch über die Unternehmensgrenzen hinweg auszutauschen. Und das war so die Geburtsstunde des Corporate Learning Camps. Und ich sage auch gleich, die große Schwierigkeit am Anfang ist für so ein ganz anderes Format. In den Unternehmen gewinnt man Leute, die sagen, ja, ich würde da ganz gern hingehen. Dann fragt mein Chef, und was steht auf der Agenda? Und die Agenda bei einem Barcamp kann man ja vorher nicht vorweisen. Und damit sind wir schon so ein bisschen bei den Abläufen des Barcamps. Also, Corporate Learning Camp hat jetzt 180 Teilnehmer gehabt im letzten Jahr. Am 26. und 27. September findet das nächste statt. Und ich gehe mal davon aus, vielleicht schaffen wir diesmal 250 Teilnehmer zu kriegen, weil sich jetzt drum gesprochen hat, dass es sich lohnt, dahin zu gehen, dass der Austausch in jedem Falle fruchtbar ist. Und ich kann auch nur sagen, am Ende des Corporate Learning Camps gibt es ganz viele Leute, wie bei anderen Barcamps übrigens auch, die sagen, ich habe in den 2 Tagen so viel gelernt, wie noch nie in 2 Tagen. Also offensichtlich ist es ein Lernformat und auch das reizt mich, das weiter voranzutreiben, weil es ein Lernformat ist, für das man keine didaktische Vorbereitung braucht, für das man einfach nur den Austausch zu Leuten braucht, die eine andere, möglichst andere Sicht aufs gleiche Thema haben. Und wenn man das in einer guten Atmosphäre hinkriegt, dann nehmen die Leute ganz viel davon mit. Also bei einem Barcamp gibt es am ersten Tag nur eine leere Agenda. Und die leere Agenda heißt, da stehen 5, 6 Räume parallel als Spaltenüberschriften und dann hat der Veranstalter ein paar Zeiten vorgegeben, wann jeweils Sessions beginnen sollen. So aus meiner Sicht ist die Ideal-Session-Zeit 45 Minuten. Dann gibt es 15 Minuten Verteilpause und dann beginnt die nächste Session. So, und morgens gibt es eine kurze Einstimmung und nach der Einstimmung kommt die Frage, wer möchte eine Session gestalten? Und das ist für alle Veranstalter, die noch nicht so Barcamp gewohnt sind, dann immer ein sehr spannender Moment. Was ist, wenn jetzt gar keiner aufsteht und eine Session gestalten möchte? Ich habe ja schon so viel Barcamps gemacht, ich habe es noch nie erlebt. Ganz im Gegenteil, die Schlange derer, die eine Session vorstellen möchten, ist so enorm groß, dass man immer wieder sich wundert, Wahnsinn. Ich habe jetzt vor 3 Tagen gerade ein Barcamp moderiert als interne Konferenz einer Behördenstruktur. Es war der Bayerische Volkshochschulverband, die in der Zwischenzeit schon zum 4. Mal ihre internen Konferenzen nicht mehr mit Agenda des Verbandes machen, sondern wirklich als Barcamp, wo jeder beitragen kann, auch die Verbandsvertreter müssen sich einreihen und eine Session vorschlagen und mal abwarten, wer denn zu ihrer Session hinkommt.
Es waren 30 Teilnehmer bei dieser internen Konferenz und von denen waren etwa 10, die überhaupt schon mal ein Barcamp erlebt haben, also 20 haben noch gar keins erlebt, und 15 Sessions sind entstanden an dem Tag. Will muss man sagen, welcher Aktivitätsgrad da deutlich wird. Also jeder zweite Teilnehmer hat den Mut, nach vorne zu gehen und zu sagen, ich habe eine Idee oder ich habe hier ein Thema und ich glaube, das interessiert die anderen. Ich schlage es einfach mal vor und ich gestalte diese 45 Minuten. So, also die Agenda füllt sich morgens. Jeder stellt sein Thema in drei Sätzen vor und dann fragt man noch mal kurz in die Runde, gibt es überhaupt ein Interesse? Wenn sich gar keine Hand hebt, braucht man es ja gar nicht erst auf die Agenda nehmen. Passiert aber ganz selten. Und wenn die Agenda dann voll ist, kann jeder Teilnehmer für sich zu jeder Stunde das ihn interessierendste Thema aussuchen. Auch das ist was ganz Entscheidendes. Jeder entscheidet während eines Barcamps permanent nach den eigenen Interessen. Das kann er auch in einer Session tun. Manchmal hat man so den Eindruck, oh, der Titel und das, was er vorgestellt hat, hat bei mir eigentlich eine andere Assoziation ausgelöst. Und dann braucht man die 45 Minuten nicht höflichkeitshalber abwarten, sondern ist es dann ganz üblich und nicht unhöflich aufzustehen und in die nächste Session zu gehen. Muss man alles vorher verabreden, damit dort auch wirklich der Mut entsteht und der Sessiongeber es nicht als Affront sieht. In den 45 Minuten hat der Sessiongeber in der Regel die Gestaltungshoheit. Also der die Session vorgeschlagen hat, kann die 45 Minuten gestalten, wie er will. Also er kann einen Vortrag halten von 45 Minuten. Gut ist es, wenn man es vorher sagt, weil bei einem Barcamp die Teilnehmer in der Regel ein sehr großes Bewusstsein haben, ich kann hier mitreden. Also ich möchte mich hier einbringen. Und insofern sind die meisten Sessions so, dass es einen kurzen Input gibt und dann beginnt praktisch der längere Teil der Session als Diskussion. Und das ist sehr spannend. Es ist deshalb auch sehr spannend, weil bei Barcamps in der Regel eine ganze Reihe von Leuten zusammenkommen, die nicht unbedingt immer aus dem gleichen Arbeitsgebiet kommen. Also gerade Corporate Learning Camp, da kommen natürlich die Trainer, da kommen die Chefs von Trainingsorganisationen, aber da kommen auch Personalentwickler, da kommen auch Organisationsentwickler und sagen, ist ja nicht so 100% mein Thema, aber ein bisschen habe ich damit auch zu tun. Und plötzlich hat man verschiedene Perspektiven im Raum und plötzlich wird die Diskussion sehr interessant. Damit so eine Diskussion nicht zu einem Streit wird und damit so eine Diskussion in ganz bestimmten Bahnen läuft, gibt es ein paar Grundregeln bei Barcamps. Ich muss überhaupt mal ein bisschen weiterschalten hier. Ja, so sieht so ein Sessionplan aus, ne? Also dahinter sieht man jetzt, man muss nicht alle lesen können, wie dann so eine Agenda entstanden ist, wie viele Vorschläge da gemacht worden sind. Also hier es sind immer so ein paar freie Slots noch. Das freut mich dann immer, weil es auch ganz üblich ist, dass dann vielleicht nach einer Session ein paar sagen, oh, das Thema wollen wir weiter vertiefen. Wir hängen einfach nachher nochmal in einen freien Slot einen Zettel ran, mal sehen, wer doch dazukommt. Oder auch, dass irgendwelche Themen im Laufe des Tages einfach entstehen, die man dann anhängen kann, um dort wieder weitere zu finden, um sowas zu machen. So, ja, es gibt so ein paar Grundregeln. Und ein Barcamp hat so eine Grundregel, die heißt, wir werden uns auf gleicher Augenhöhe hier unterhalten. Und damit das mit der gleichen Augenhöhe auch wirklich klappt, führt man die Ansprache mit dem Vornamen ein. Und wenn man beim Vornamen ist, ist man auch schnell beim Du. Also ich verabrede in der Regel immer das Barcamp-Du. Und wenn das Barcamp vorbei ist und man nichts anderes vereinbart hat, gilt wieder der Normalzustand. Und damit können alle umgehen. Und damit sind auch alle Ränge weg, alle Titel. Es ist egal, ob jemand Professor ist oder ob jemand Praktikant ist. Wichtig ist nur, welche Beiträge jemand bringt in so einer Session. Und das funktioniert wirklich. Wir hatten beim letzten Corporate Learning Camp 10 Professoren dabei. Und ich bin ziemlich sicher, die allermeisten Teilnehmer haben es überhaupt nicht mitgekriegt, wenn sie die nicht vorher schon kannten.
Ne? Und auch die Professoren stellen sich mit an und bringen halt ihre Idee als Sessionvorschlag vor und lassen sich mal überraschen, wie viele Leute dann da hinkommen. Und auch die waren ganz begeistert, weil für sie ist das auch eine sehr interessante Form, einfach mal ein Feedback von ganz anderen Leuten zu kriegen. Um mal einen Eindruck zu geben, was in so Sessions passiert. Natürlich kommen Leute und sagen, ich habe hier eine Erfahrung, möglicherweise könnte die interessant sein. Schrei stellt sein Projekt vor und fragt am Ende, und was meint ihr? Könnte man da beim nächsten Mal was besser machen? Und schon gibt es natürlich auch ein paar Rückmeldungen für ihn, sodass die, die sowas hier schickt, machen, sehr viel mehr aus der Session wieder mit rausnehmen, als sie eingebracht haben, ne? Was wir sonst bei Vorträgen auch nicht haben. Und nach der Session, die man selber gestaltet hat, ist man Teilnehmer wie jeder andere und integriert sich bei den anderen wieder genauso als Teilnehmer mit. Also es ist so eine Gesamtgemeinschaft, die dadurch auch sehr schnell entsteht. Wenn man von draußen mal drauf guckt, was da so passiert, dann wechseln die Rollen ständig bei einem Barcamp. Also mal ist man Lehrender und mal ist man Lernender. Schon mal so im ganz Groben. Wer sich entscheidet, eine Session zu gestalten, der ist eher der Lehrende zunächst mal, aber selbst in der Session kann er sich entscheiden, will ich jetzt die ganze Zeit reden oder will ich Diskussion zulassen? Er hat ja die Gestaltungshoheit. Und für die Teilnehmer, die jetzt in den Sessions sind, gibt es auch dauernd die Entscheidung, will ich jetzt nur zuhören oder will ich mich jetzt einbringen? Und jeder kann das permanent immer wieder neu entscheiden für sich, was jetzt für ihn das Beste ist. Und dieser dauernde Wechsel zwischen den Rollen, mal gebender sein, mal nehmender sein, mal lehrender, mal lernender, der ist so irgendwie total natürlich. Und deshalb scheint mir das so eine Lernform zu sein, wie wir sie wahrscheinlich vor etlichen Generationen ganz üblicherweise hatten, bis wir die Industrialisierung beim Lernen eingeführt haben. Einer ist der Lehrende. Und die anderen sind die Zuhörenden, die Lernenden. Ne? So, und ich glaube, aus dieser diesem menschlichen Grundbedürfnis, sich so auszutauschen, davon leben solche Formate auch. Und die Leute sind in der Regel wirklich begeistert abends und sagen, es könnte es weitergehen, ich bin überhaupt noch nicht fertig. Also so nach einer normalen Konferenz ist man ja mittags meistens schon recht geschafft, weil es reicht jetzt. Ne? Aber bei so einem Barcamp, wo man den ganzen Tag sogar aktiv war, sagen die Leute abends, ja schade, ist schon zu Ende, sag ich, könnte jetzt noch die ganze Nacht gehen. Ich weiß, es gibt Barcamps, da gibt es sogar Nachtsessions. Barcamp Nürnberg hat schon mal Nachtsessions gemacht hier, die Gegend ist morgens um 2. Das geht tatsächlich. Zweite Grundregel, also gleiche Augenhöhe, das eine. Zweite Grundregel war, wir freuen uns über möglichst viele verschiedene Perspektiven. Und wir haben es auch gar nicht nötig in den Barcamps, muss man wirklich explizit vorher beschreiben, uns auf eine Wahrheit zu einigen. Es ist sogar viel schöner, ganz verschiedene Perspektiven zu einem Thema wahrzunehmen, so im Sinne, ach, so kann man das auch sehen. Und wenn die Leute nur unterschiedliche Hintergründe haben, dann kommen die automatisch auf den Tisch. Und aus den vielen Mosaiksteinen verschiedener Perspektiven kann man viel leichter sein eigenes Bild zu einem Thema zusammensetzen, als wenn man nur einem Referenten folgt, der ja nur eine Perspektive hat. Also auch das deutlich machen, dass es eigentlich schön ist, wenn es kontroverse Meinungen gibt, die im Raum stehen bleiben dürfen. Wir müssen uns nicht einigen, wer jetzt Recht hat dabei. Und siehe da, es funktioniert bestens. So, und dritte Grundregel, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ist dieses, jeder entscheidet sich jederzeit, was für ihn selbst das Beste ist. Ich entscheide mich, ob ich in die Session gehe oder in die. Ich entscheide mich, ob ich jetzt überhaupt in der Session bleibe. Ich entscheide mich, ob ich vielleicht eine Privatsession machen will mit jemandem draußen am Tisch. Und ich gestalte meinen Tag. Nicht jemand anders gestaltet meinen Tag, sondern ich ganz alleine. Und das wiederum, wenn das deutlich ausgesprochen ist, ist es auch eine große Aufwertung der Teilnehmer, die wir übrigens mehr als Teilgeber bezeichnen, weil sie sich ja auch einbringen. Ne? Bei Barcamps sind es eher Teilgeber. Es ist eine Aufwertung der Teilgeber. Man traut uns zu, der Veranstalter traut uns zu, dass wir hier den ganzen Tag oder dass ich hier den ganzen Tag was Vernünftiges machen werde. Es ist nicht jemand, der sagt, komm, und damit es wirklich was bei rauskommt, musst du erstens, zweitens, drittens, wie wir das sonst so ist. Also diese ganzen hierarchischen Führungsdenkmodelle sind bei Barcamps völlig weg, sondern wir überlassen wirklich jedem Einzelnen
jede Entscheidung über den ganzen Tag. Und wenn man sich das nochmal wieder ein bisschen von draußen anschaut, dann führen wir damit eigentlich keine neuen Regeln ein, sondern wir senken all die Regeln ab, die wir sonst so im Alltag auch ungeschrieben ja, beachten. Und mit dem Absenken von Regeln, also gleiche Augenhöhe, nicht darauf achten, ob irgendjemand hier eine besondere Funktion hat, dieses jeder kann sich einbringen, nur die Beiträge sind wichtig, ne? Jeder kann für sich entscheiden, was für ihn jetzt am besten ist, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen. Dieses Absenken von Regeln löst sofort eine Menge Aktivität aus. Also wenn man bei so einem Barcamp mal sieht, was da alles passiert, wie man sieht es an den Gesichtern schon. Erstens, es gibt nur Leute, die sich unterhalten. Es gibt nur Leute, die irgendwie freundliche Gesichter haben und dauernd im Grunde genommen unterbrochen werden müssen, weil die nächste Session anfängt. Ne? Also man muss sich bemühen, so, Achtung, nächste Session beginnt wieder. Jeder kann sich ja entscheiden, weiterzureden. Ne? Aber trotzdem manchmal so ein kleiner Hinweis. Ja, ganz wichtig. Auch das Ende der Sessions, die Dreiviertelstunde. Ne? Ich achte immer sehr stark drauf, denn wenn man nicht drauf achtet, ufert sowas schnell wieder aus. Also es ist auch immer ganz gut, so einen zeitlichen Rahmen zu haben, wo alle wissen, die Zeit endet bald und ist es wirklich wichtig, meinen Beitrag noch zu bringen. Und wenn das alle wissen, dann kommt man schneller zum Punkt. Auch der Sessiongeber achtet ein bisschen drauf, dass er seine Themen schnell noch rüberbringt. Ja, zu der Art der Sessions noch. Es gibt so Sessions, da kommt jemand und sagt, ich habe hier so eine Idee, ich will die einfach mal mit ein paar Kollegen besprechen. Ich habe das bei einem Barcamp schon mal erlebt, dass jemand hier sagt, ich habe eine Geschäftsidee und will die einfach mal hier auf den Tisch legen. Was sagt ihr eigentlich dazu? Und diese andere Art von Offenheit bringt einen sehr schnell weiter, weil man sehr viel Rückmeldungen auch bekommt. Es gibt auch Leute, die in einem Barcamp eine Session anbieten und sagen, ich höre immer, wir haben vorhin von MOOCs gesprochen, da gibt es einige, die sagen, ich höre da immer von, so richtig weiß ich es nicht. Können wir nicht mal eine Session machen mit ein paar Leuten, die ein paar MOOC-Erfahrungen haben? Und siehe da, auch dann melden sich welche und solche Session kommt auch zustande. Also es reicht manchmal eine Frage, um eine Dreiviertelstunde Diskussion damit auszulösen und in der Regel hochwertige Diskussionen. So, das ist so ein bisschen zum Bild von Barcamps. Barcamps sind selbstorganisierte Veranstaltungen. Also der Veranstalter schafft nur den Rahmen und alle Inhalte kommen von den Teilnehmern und die entstehen zum Teil vorbereitet, weil einige Teilnehmer sich schon vorbereitet haben, ich will diese Session machen. Aber ich sage mal so, die Hälfte der Sessions, so nach meinem Gefühl, kommen spontan. Also wenn man sieht, was da vorne für Sessions vorgeschlagen werden, dann steht der eine oder andere auf und sagt, oh ja, dazu könnte ich auch was beitragen. Ich habe da ein ähnliches Thema. Das regt auch an, dann selber Themen in den Ring zu werfen, um halt darüber zu reden. Die Selbstorganisation geht so weit, dass auch die Dokumentation bei Barcamps selbstorganisiert entsteht. Natürlich kann der Veranstalter sagen, wir setzen in jede Session jemanden rein, der das halt mitschreibt und mitprotokollt. Auch sowas gibt es bei Barcamps, wenn man es sehr aufwendig machen will. Das hat natürlich auch seinen Charme. Ich versuche immer ein paar Etherpad vorzubereiten für jede Session, sodass mehrere gleichzeitig mitschreiben können und auch schon auf der Plattform ein paar Wiki-Seiten vorzubereiten, damit es nicht so schwer ist, sich gemeinsam auf einen Link zu einigen, den gleich zu veröffentlichen. Und siehe da, wir haben beim letzten Corporate Learning Camp von insgesamt 48 Sessions 34 Sessions gut dokumentiert auf die Art und Weise durch die Teilnehmer selber. Also auch da Hochachtung, wer ist schon sonst immer bereit, Protokoll zu schreiben, ne? Aber gerade wenn man sagt, macht's gemeinsam und so ein Etherpad lässt maximal 16 Leute zu, die gleichzeitig schreiben können. Und ja, einige probieren es dann auch zum ersten Mal aus und siehe da, sie merken, es funktioniert und man ist nach der Session auch fertig. Der Sessiongeber kann nochmal drüber schauen, sodass es dann auch dauerhaft für die anderen verfügbar ist. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Ja, vielleicht noch beim Corporate Learning Camp, was mich auch sehr freut, so als Ergänzung, die Veranstalter vom Corporate Learning Camp sind der Arbeitgeberverband Hessen Metall und die Fachhochschule Frankfurt.
Arbeitgeberverband Hessen Metall. Ein Arbeitgeberverbände sind ja auch nicht so bekannt für ihre Innovationsfähigkeiten und so. Aber ich bin da ganz froh. Die haben gesagt, ja, es stimmt, wir müssen da auch mal was tun. Und die sind heute so froh, dass die gesagt haben, wir müssen noch ein anderes Camp haben. Und das ist das Wissenstransfer-Camp, was jetzt gerade im März stattgefunden hat. Und siehe da, Sie merken, auch Ihre Unternehmen sind sehr interessiert an neuen Formaten. Und ich habe so den Eindruck, jetzt so langsam, aber sicher spricht sich's rum, dass Barcamp auch für Unternehmen ein sehr interessantes Konferenzformat sind. Und ich hoffe mal, dass es so weitergeht. Und ja, euch herzliche Einladung fürs nächste Corporate Learning Camp am 26. 27. September in Frankfurt. Man findet es im Internet unter dem Stichwort Corporate Learning Camp in einem Wort geschrieben.